Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch für das Thema Akkustaubsauger interessiert. Das hier ist das neueste Modell von Dyson aus dem Jahr 2023, der Dyson Gen 5 Detect. Der ist ganz neu auf dem Markt. Dyson hat ihn mir auch für dieses Video zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Ja, und ich war sehr gespannt, denn ich habe ja die ganzen Vorgänger getestet. Den V11, den V12, den V15. All die habe ich schon ausprobiert und ich war wirklich sehr gespannt, was Dyson bei dem ganz neuen Flaggschiff hier verbessert hat und wie er sich in der Performance schlägt. All das finden wir gleich zusammen raus. Wir gehen das Ganze hier in 4 Schritten zusammen durch. Wir fangen direkt mit den Details zu diesem Akkustaubsauger an. Viel Spaß! Wenn ihr euch ganz detailliert alle technischen Daten zum Dyson G5 Detect hier anschauen wollt, findet ihr diese bei uns im Akkustaubsauger-Finder. Der Link ist hier oben in der Videokarte. Da sind alle von uns getesteten und noch mehr Modelle eingepflegt. Ihr könnt hier mit Filtern arbeiten, zum Beispiel dem Preis, den Features, dem Zubehör. Könnt so wirklich das passende Modell für euch herausfinden. Könnt euch, wie gesagt, alle Details hier zum Gen 5 Detect anschauen. Könnt ihn mit anderen Akkustaubsaugern vergleichen, zum Beispiel mit dem Vorgänger, dem V15. Und direkt sehen, wie wir getestet haben, ganz transparent, was wir da in den Ergebnissen herausgefunden haben. Fangen wir an, schauen uns das Zubehör an. Vorab einmal gesagt, es gibt ihn in 2 Varianten. Er heißt Dyson V5, Dyson Gen 5 Detect Absolut in beiden Varianten. Da ist die Farbe eine andere und bei einem ist im Zubehör noch dieses Knickgelenk mit dabei und bei der Variante, die auch ich hier habe, nicht. Beide kosten aber das gleiche, 1000 Euro in der UVP, müsst ihr mal schauen, die Links sind in der Videobeschreibung, einfach, dass ihr wisst, dass es da diesen Unterschied gibt. Viele fragen sich natürlich immer, wie das mit der Kompatibilität auch abwärts ist, wenn man vielleicht schon einen alten Dyson hat und ein paar verschiedene Aufsätze. Jetzt ist das so, mein Dyson V15 ist gerade bei meinem Kollegen Chris, der schreibt einen Testbericht dazu, deswegen konnte ich das nicht ausprobieren. Aber ich habe noch ein paar Wischaufsätze für den V15 im Lager und ich werde euch jetzt gleich einmal einblenden, ob es drauf passt. Dann seht ihr das nämlich auch gleich und zwar blende ich euch das jetzt ein. So, und ihr wisst jetzt, ob der V15 und der Gen 5 Detect mit den Aufsätzen kompatibel ist. So, gehen wir einmal das komplette Zubehör zusammen durch. In diesem Lieferumfang befindet sich die 2-in-1 Bürste. Die ist entweder vorne hart oder weich, je nachdem, für welchen Einsatzzweck man das braucht. Diese Milbenbürste ist ein bisschen besonders, weil die hier so einen Schraubendrehaufsatzoptik hat. Soll dafür sorgen, dass sich Haare nach hinten transportieren und nicht hier verheddern. Funktioniert auch echt gut. Gab es aber schon beim Vorgänger. 2 Aufsätze, einmal diese Fluffy-Düse und einmal hier für Teppiche. Die Besonderheit ist halt hier der grüne Laser. Den gab es schon vorher beim V15 und auch beim V12. Hier ist jetzt die Besonderheit, dass es noch ein helleres Laserlicht geworden ist. Scheint also noch weiter nach vorne. Und beim V15 und beim V12, die ich hatte, da konnte man hier das Licht noch optional ausschalten. Dieser Hebel dafür ist weg. Ansonsten habe ich hier keine Unterschiede feststellen können. Die Hartboden, die Teppichrolle, sieht dann auch wieder genauso aus. Die ist halt extrem flexibler als die Hartbodenrolle, hat dafür aber keine LEDs vorne dran. So, dann haben wir eine Aufbewahrung, das heißt, man kann damit das Ganze hier an die Wand befestigen und dann wird er auch automatisch darin geladen. Zubehör kann darin untergebracht werden. Ihr habt ein Saugrohr und hier ist eine Besonderheit, dass in das Saugrohr direkt integriert wurde eine Fugendüse. Die zieht man hier mit so einem kleinen Knopf hier raus und dann hat man so eine Fugendüse und die hat auch wieder so eine 2-in-1 Funktion, also entweder nur Fugendüse oder vorne mit Borsten, wenn man irgendwie Laptop-Tastaturen oder so abstauben will. Ist halt platzsparend, ganz praktisch, immer mit dabei. Dann wurde, einfach weil ich es gesehen habe, der Anschluss hier für den Akku verändert. Der hat jetzt einfach einen ganz anderen Anschluss als die anderen Akkustaubsauger, dementsprechend nicht kompatibel. Wenn ihr auch diese stehende Basisstation vielleicht schon vorher habt, könnt ihr die halt so direkt nicht nutzen, weil dieses Kabel hier halt eben jetzt ein anderes ist. Jetzt schauen wir uns das Gerät hier einmal direkt selber an. Der Aufbau ist, wie man das von den ganzen Akkustaubsaugern von Dyson kennt. Am Design hat sich hier eigentlich irgendwie gar nichts verändert. Es gibt aber definitiv Details, die sich verändert haben. Also, ihr habt normalerweise bei Dyson, bis auf beim V12, immer die Taste, die man hier unten auslösen muss, diesen Pistolengriff. Hier hat man es jetzt endlich hingekriegt, dass hier hinten ein Knopf ist und dann wird durchgehend gesaugt, wenn man den drückt. Wie gesagt, beim V12 gab es das, aber der V15 hatte das nicht. Hier hinten ist das Display, hier schaltet man die verschiedenen Stufen durch, dann sieht man hier auch immer die Akkulaufzeit, welche Stufe eingestellt ist, Eco, Medium, volle Power, also Boost heißt das, oder ein Automatikmodus, dass es sich an den Boden, an die Verschmutzung automatisch anpasst. Das Display zeigt wieder die aufgenommenen Partikel an. Hier noch ein bisschen umfänglicher als bei den Vorgängermodellen V15 und V12.
Dann hat man hier hinten wieder die Filter. Und da habe ich auch schon ausprobiert, die Filter von dem V15 passen hier nicht drauf. Die sind hier tatsächlich etwas größer, denn der Gen 5 Detect hier, der hat auch mehr Saugkraft. Der hat 280 R-Watt und 230 waren es beim V15. Deswegen ist der Motor hier scheinbar größer. Also die Filter, die sind auf jeden Fall nicht untereinander kompatibel. Ansonsten hat man hier wieder das gleiche Prinzip, dass so nach vorne hier der Staub ausgeleert wird. Hier unten der Akku, der kann so entnommen werden und man kann noch einen zweiten dazu kaufen. Günstig sind die natürlich nicht, kosten so um die 100, 150 Euro. Das ist hier der Aufbau, qualitativ, wie man das von Dyson gewohnt ist. Die machen wirklich sehr hochwertige Geräte. Mir gefällt das immer alles sehr gut. Jetzt habt ihr gesehen, was dabei ist, wie die Qualität ist, Lieferumfang und so weiter. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Wie gut kann der Dyson Gen 5 Detect reinigen? Damit geht's jetzt weiter. Ja, jetzt wollen wir uns anschauen, ob der Dyson Gen 5 Detect richtig gut reinigen kann. Richtig gut wäre es übrigens auch, wenn ihr kurz ein Like da lasst für dieses Video, den Kanal abonniert und auch die kleine Glocke hier unten aktiviert, denn dann verpasst ihr auch keine zukünftigen Videos, denn wir werden diesen Dyson Gen 5 Detect natürlich auch mit anderen Dyson Akkusaugern vergleichen. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann lasst gerne kurz ein Abo da. So, die Reinigungsleistung schaue ich mir selber wieder im Akkustaubsauger-Finder an, denn hier ist es alles sehr übersichtlich zusammengefasst. Fangen wir auf dem Hartboden an. 99,56 Gramm wurden von der verteilten Mischung aufgenommen. Ich habe hierfür natürlich hier diese Fluffy-Bürste benutzt, weil die natürlich für sowas geeignet ist. Hat richtig gut funktioniert. Er hat eine super Reinigungsleistung hier aufs Parkett gelegt. Größere Partikel können durch den Antrieb dieser Rolle und weil die vorne so offen ist, manchmal weggekickt werden. Aber er hat in der 1 Minute, die ich immer quasi diesen Test mache, richtig viel aufgenommen. Super Reinigungsleistung, also auf Hartboden. Teppich ist natürlich besonders spannend, denn die Vorgängermodelle waren einfach gut, aber es gibt viele Akkustaubsauger, die noch ein ganzes Stück besser waren auf Teppich. Also es geht da hoch bis zu über 80 Gramm und die Vorgängermodelle waren immer so bei 65, was wirklich gut ist. Aber ja, ich war gespannt, ob er hier nochmal mehr aufs Parkett legen kann mit der gestiegenen Saugleistung. Und ja, das hat er geschafft, denn er hat auf dem Teppich 79,25 Gramm aufgenommen. Und das ist spitzenmäßig, das ist eine richtig gute Reinigungsleistung für Teppich, dementsprechend eine absolute Empfehlung. Und ich habe es gemerkt, während ich damit gesaugt habe, ich habe das Gefühl gehabt, ich hätte es gerne visualisiert, irgendwie dieses Bild, was man immer so vor Augen hat, dass die Nachbarn unter einem an die Decke gehen oder an die Decke fliegen, wenn man saugt. Denn man hat das Gefühl, der fräst sich durch den Teppich durch und der nimmt da Sachen raus. Ich habe irgendwann später nochmal den anderen Nicht-Test-Teppich, der noch hochfluriger ist, hier im Wohnzimmer einmal gesaugt. So einfach nur mit leerem Staubtank, einfach mal für so eine Minute. Und ich habe 2 Katzen und einen Hund und das da rauskam, das sah aus, da hätte ich mir nochmal eine Katze draus stricken können. Also die Teppichreinigung hier, die ist spitzenmäßig beim Dyson Gen 5 Detect. Das hat mir echt gut gefallen. Ja. Was zur Reinigungsleistung mit dazugehört, ist, dass ich mir den Filter anschaue, wie gut reinigt der Filter. Wenn ihr Allergiker seid, dann ist das für euch interessant. Der Filtertest wird bei mir so durchgeführt, dass ich mit einer Nebelmaschine Nebel erzeuge, den aufsauge und wenn etwas aus dem Filter hier hinten wieder rauskommt, dann ist er nicht bestanden und wenn da nichts rauskommt, ist er bestanden. Der Dyson Gen 5 Detect hat, wie alle seine Vorgänger, eine super Filterleistung und hat den Filtertest bestanden. Hier als kleine Randnotiz, ich habe mal ein Video dazu gemacht, es gibt diese Filter, die ja auch nicht günstig sind, als Ersatzteile auch so von verschiedenen chinesischen Herstellern auf Amazon. Ob die was leisten können, habe ich in einem Video, das findet ihr hier oben in der Infokarte, einfach mal für euch ausprobiert. Da findet ihr auch diese Information. Also aber Filterleistung auch hier spitzenmäßig. Ja, das war es erstmal zur Reinigungsleistung. Dann wollen wir uns natürlich auch nochmal die Handhabung und die Features von diesem Modell hier anschauen. Ja, Handhabung. Ich muss sagen, ich bin schon immer, seit ich sie ausprobiert habe, Fan von den Dyson Akkustaubsaugern seit dem V11. Und ja, die sind einfach klasse verarbeitet, lassen sich richtig schön führen. Hier beim Dyson Gen 5 Detect ist es so, dass er wie der V15 nicht so leicht ist, sogar noch ein kleines Stückchen schwerer. Und das kann, wenn man lange reinigt oder wenn ihr klein und zierlich seid, ganz schön in die Arme gehen. Da wäre vielleicht der Dyson V12 nochmal eine Alternative, weil der ist deutlich leichter. Aber trotzdem, auch hier diese Bürste, das gefällt mir richtig gut. Man kann Schmutz damit so gut sichtbar machen. Also wenn ihr das noch nie ausprobiert habt und das erste Mal probiert, dann wundert ihr euch, wie euer Fußboden aussieht. Gerade ich hier mit meinen ganzen Katzenhaaren, die hier rumliegen. Das sieht im Dunkeln, in jeder Ecke, aber auch im Hellen, wo man jetzt denkt, ja, wenn es hell ist, dann bringt einem das Licht nicht. Doch. Man sieht Schmutz damit einfach extrem gut.
Handhabung also toll. Auf Teppich auch klasse. Da muss man einfach wissen, dass man vielleicht, wenn der Teppich hochfloriger ist, das hier ein bisschen runterregeln muss in der Stufe, weil er sich da echt ordentlich festsetzen kann bei gerade hoherflorigen Teppichen. Weiter in der Handhabung, das hier finde ich echt cool mit diesem Zubehör, dass man hier diese Bürste schon direkt mit drin hat. Das gab es zumindest bei einem der letzten Premium-Modelle vom V15 dann irgendwann auch. Kannte ich aber eigentlich noch gar nicht, habe ich mir nur nochmal durchgelesen. Aber das ist super praktisch, dass man das hier halt immer mit dabei hat. Weiter Handhabung, Flexibilität, die ist bei den Dyson-Geräten auch schön. Da muss man einfach wissen, dass man mit der Rolle für die Teppiche kommt man nochmal besser unter Möbel drunter. Ne, weil das kann man einfach zur Seite drehen und dieses zur Seite drehen kann man halt bei der Rolle hier nicht. Es gibt ja ein Flexgelenk, in diesem Lieferumfang nicht, aber in dem anderen, wenn euch das also besonders wichtig ist, mit so einem Flexgelenk kommt man nochmal etwas weiter runter. Dann ist natürlich super, dass es hier, wenn wir über Handhabung und Features sprechen, Feature, dass man halt hier hinten jetzt auch diese Taste einfach nur einmal drückt und er saugt die ganze Zeit. Man muss nicht die ganze Zeit gedrückt halten, das haben viele immer gefordert, haben sie jetzt hier endlich auch umgesetzt. Das Staubentleeren ist super simpel gemacht, das geht richtig ratzfatz einfach. Kritikpunkt wäre hier, das ballert natürlich richtig vorne raus und wenn ihr da viel habt, ich habe es in so einer Aufnahme auch gezeigt, das ist super einfach, kann aber auch mal daneben gehen, wenn ihr Allergiker seid, dann staubt das schon so ein bisschen rum. Wechselakku ist auch super praktisch, holt ihr einen zweiten dazu, dann geht das super lange. Sowieso im Eco-Modus hält er 70 Minuten, bis zu 70 Minuten. Ich habe natürlich auch getestet, was er auf der höchsten Stufe schafft. Wie immer teste ich das, einmal Akku voll geladen und auf höchster Stufe durchballern lassen. Da hat er 14 Minuten und 50 geschafft. Das ist so ziemlich das gleiche wie beim V15, also da gab es wenige Sekunden Unterschied, also er schafft auf höchster Stufe eine Viertelstunde. Das ist für mich hier absolut ausreichend und wenn ihr in den Automodus geht, der super funktioniert und sehr direkt reagiert auf Verschmutzung, dann hält es nochmal viel länger, also da habe ich überhaupt keine Kritikpunkte. Also Handhabung, Features beim Dyson Gen 5 Detect und dann nochmal ganz kurz meine Meinung zu diesem Akkustaubsauger von Dyson. Der Dyson Gen 5 Detect hat sich bei uns im Ranking im Akkustaubsaugerfinder auf den ersten Platz gesetzt. Das hängt mit seiner hohen Qualität zusammen. Seine Reinigungsleistung war auf dem Hartboden und eben auch auf dem Teppich echt bombastisch. Dann hat er coole neue Features, die hier echt noch einen Unterschied ausmachen. Hier, dass das hier mit drin ist, dieses Zubehör, Wechselakku. Jetzt hier hinten endlich mit einer feststellbaren Powertaste, Filtertest bestanden. Insgesamt eine super Qualität, was ich glaube ich schon gesagt habe. Also insgesamt ein Modell, was mir super gut gefällt und was ich ab sofort jetzt täglich im Haushalt nutzen werde. Gerade mit Hunden und Katzen ist das klasse. Die Hundehaare, Katzenhaare werden super aufgenommen. Hier hinten rein befördert, können easy ausgeleert werden, gefällt mir alles sehr, sehr gut. Negativpunkt, ja, bei Dyson der Preis. Das Teil hier kostet 1000 Euro und für 1000 Euro kann man auch viele andere Sachen machen, sich ein gebrauchtes Auto kaufen, eine Woche in den Urlaub fahren, je nachdem, ganz viele andere Dinge. Es gibt viele Akkustaubsauger, die deutlich weniger kosten, aber trotzdem gut sind. Das hier ist halt das absolute Luxusmodell. Wer das möchte, der muss hier halt 1000 Euro auf den Tisch legen und kriegt damit aber auch wirklich einen spitzenmäßigen Akkustaubsauger. Wenn ihr noch Fragen habt oder eure Meinung zu diesem Modell hier loswerden wollt, dann gerne in die Kommentare damit. Wenn ihr noch ein weiteres Video schauen wollt, findet ihr das direkt hier. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Da geht es zu unserem Akkustaubsauger-Finder. Und wenn ihr euch mit über 6000 Nutzern auf Facebook austauschen wollt, findet ihr den Link zu unserer Facebook-Gruppe auch in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.